Vielleicht Peter Achten, wie war das kulturelle Leben damals jetzt in Beijing? Gab es da schon Musikcafés oder wo konnte man Musik erleben? Außer in den großen Hallen, im Zirkus oder so, gab es auch kleinere Auftrittsmöglichkeiten? Ja, es gibt ganz verschiedene Dinge dazu zu sagen. Also als Ausländer ist man natürlich zuerst in die chinesische Oper. Das war damals 5 bis 6 Stunden lang. Heute sind die schon viel weiter. Die haben für die Touristen einen Zusammenschnitt auf 1 Stunde. Weil das Problem bei chinesischer Oper ist, dass wenn man die Geschichte nicht kennt, und als Ausländer kennt man die Geschichte natürlich nicht, dann ist es sehr schwierig, 6 bis 7 Stunden lang dieser Musik zuzuhören. Aber ich habe das eigentlich geschafft. Ansonsten muss ich sagen, gab es populäre Musik, Cantopop, und dann gab es die ernsthafte Musik, und das war damals, als ich nach China kam, 1985, war das vor allem auch europäische klassische Musik, die ja unter Mao Zedong verboten war und damals wieder dann zur Aufführung kam, und zwar von chinesischen Orchestern, genauso gut wie viele Gastorchester aus dem Ausland. Also die Musik, das war ein kulturelles Feld übrigens, das meiner Meinung nach am weitesten geöffnet war, im Gegensatz zum Beispiel zur Literatur. Sobald es natürlich um Meinungen geht, wird es schwieriger, aber eben, und Malerei, bildende Kunst, die war damals, also wir reden jetzt von den 80er Jahren, sehr offen, und eben Musik, das war die offenste, aus dem einfachen Grund, Musik ist überall Musik. Wenn Yanqing hier in einem schönen Kleintheater spielt, gut, wie wenn sie in Japan oder sonst irgendwo die Kita spielen. Vielleicht noch zu den... aus seiner Zeit damals bei der Tagesschau als Tagesschau-Sprecher. Nach seinen Jahren bei der SRG ist er als Korrespondent in die weite Welt rausgegangen. Das hat ihn nicht mehr interessiert. Er hat in der Iberischen Halbinsel, Nordafrika, hat in den USA gelebt, in Lateinamerika und die letzten 28 Jahre hauptsächlich in Asien, wobei 20 Jahre hat er uns immer wieder China und die Entwicklung erklärt. Ist in Peking gewohnt und jetzt wieder in die Schweiz zurückgekommen. Wir können, glaube ich, einiges lernen aus dem Land des Lächelns, wie es beim Lehar so schön heisst, über China. Herzlich willkommen, Peter Achten. Peter, nach 20 Jahre in der Megametropole Peking gewohnt und jetzt zurückgekommen nach Estavayer-le-Lac. 5'000 Leute, ist das nicht ein Schock? Nein, das war eigentlich gar kein Schock. Besonders darum, weil ich immer noch pendle zwischen Peking und Estavayer-le-Lac. Also du kannst es noch nicht ganz lassen? Ich kann es nicht ganz lassen. Nein. Was ist der Grund zum Zurückkommen? Der Grund ist darum, weil ich in keiner anderen Stadt so lange gelebt habe wie in Peking. Ich habe in 11 Städten, in 8 Ländern und 3 Kontinenten gelebt. Und in Peking habe ich 22 Jahre gelebt. Meine Tochter ist da zum Teil aufgewachsen. Meine Enkel sind dort geboren und aufgewachsen. Ich habe viele chinesische Freunde. Und darum ist so mein Lebensmittelpunkt, halt, wenn ich so genau überlege, schon noch ein bisschen Peking. Mhm. Also das heisst, du bist immer noch mit beiden Beinen auf 2 Kontinenten. So ist es, ja. Du reisest nach wie vor in der Weltgeschichte umeinander. So ist es. Mhm. Hast du kein sesshaftes Gefühl? Doch, also jetzt so langsam, wenn ich ein bisschen älter werde. Halt ich doch schon
das Gefühl manchmal, es ist eigentlich jetzt genug, oder? Mhm. Oder so. Ja, doch, doch. Und wenn gehst du nächstes Mal auf die Reise, apropos genug? Bitte? Wenn gehst du nächstes Mal auf eine Reise, apropos genug? Übermorgen nach China. Und anschließend?